Wir haben eine Energiesteuer und die ist relativ hoch. Wir nehmen allein im Straßenverkehr im Jahr 50 Milliarden Euro ein. Und ich bin der festen Meinung, dass wir damit auch sowas wie eine CO2-Steuer haben. Wir müssen dieses Steuersystem uns insgesamt nochmal anschauen, wie das nach CO2-Belastung auch austariert ist. Aber wir haben eine solche Steuer und deshalb ist das in der Tat der Ansatzpunkt. Wir als Union wollen allerdings einen anderen Weg gehen. Wir sagen, wenn wir 50 Milliarden Euro Belastung schon haben, dann muss es genügend Spielräume geben, die zu entlasten, die Investitionsmöglichkeiten haben. Und damit auch Innovationen anzureizen, das ist ganz entscheidend. Denn im ländlichen Raum beispielsweise gibt es momentan keine Optionen. Man kann nicht einfach auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Ich bin, was Umverteilungsmöglichkeiten unter einem Klimaschutzdeckmantel angeht, sehr, sehr zurückhaltend, sage ich ganz offen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das treffgenau ist. Insbesondere habe ich auch nicht gehört, wie man den ländlichen Raum dort, wo die größten Schwierigkeiten entstehen, angemessen berücksichtigen möchte. Ich glaube, es kommt am Schluss zu sozialen Verwerfungen und wir werden tatsächlich auch Schwierigkeiten bekommen in der organisatorischen Umsetzung, verursachen eine Menge an Bürokratie und es wird am Schluss beim Bürger nicht wirklich etwas ankommen. Und was das Allerschlimmste ist, wenn man das alles ausgleichen will, also wenn man an die Idee glaubt, man muss die Dinge verteuern, man muss fossile Brennstoffe verteuern und dann wird sich das Verhalten ändern. Wenn ich dann das alles ausgleiche, dann wird dieser CO2-Preis, so wie ihn die Umweltministerin sich vorstellt, keine Wirkung entfalten. Und deshalb müssen wir ganz klar erstmal versuchen, über Anreize Alternativen zu schaffen, sodass man sein Verhalten überhaupt erst ändern kann. Wir müssen zunächst mal tatsächlich einen Innovationsturbo starten. In Deutschland funktioniert das über steuerliche Anreize erfahrungsgemäß sehr, sehr gut. Wir können dafür sorgen, dass neue Technologien in der Mobilität beispielsweise in den Markt kommen auf diese Art und Weise und das müssen wir tun. Übrigens haben wir sowas Ähnliches bei den erneuerbaren Energien gemacht. Hätte Deutschland nicht mit Milliardenaufwand den Ausbau der erneuerbaren Energien vorfinanziert für die Welt, müssten wir heute über Klimaschutz gar nicht diskutieren.